Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Neulich im Bioladen, also beim Alnatura, als ich meinen Einkauf gemacht habe, bin ich an der Kosmetiktheke stehen geblieben. Da gibt es ja Lavera und Dr. Hauschka. Die hatten keine Dr. Hauschka Kosmetik mehr, aber Lavera. Und da fiel mir, da sprang mir diese Blush ins Auge. Das ist ein Mousse, ein ultrafeines Mousse, ein Mousse Blush. Gibt es in zwei verschiedenen Farben. Das ist Classic Nude Number One. Also das ist eine ultra feine, leichte Textur, versehen mit wertvollen Bio-Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Blütenbutter aus Rose, Malve und Linde. Das heißt, ein cremiger Blush, der ist ja jetzt ganz leicht, die Textur. Oft ist ein cremiger Blush so ein bisschen fester, aber da es ja ein Mousse ist, kennen wir ja auch vom Make-up, ist das eine ganz, ich war mit dem Finger schon mal kurz drin, ich habe ganz saubere Finger, ist das eine ultraleichte Textur, um uns einen ultraleichten, hauchzarten Look auf die Wangen zu zaubern. Oft möchte man ja nicht solche roséfarbenen Balken haben, sondern einfach so ein bisschen wie von der Sonne geküsst oder vom Workout gekommen. Und ich wollte euch dieses Produkt vorstellen, also preislich 4,95 Euro ist ein Witz. Und was ich eben schön finde, dass es kein Puderrouge ist, sondern ein sehr preiswertes, günstiges Blush. Und wir wissen, cremige Produkte trocknen nicht aus. Und die Haut wird ja, wie gesagt, nicht jünger, nicht schöner. Wir müssen sehr viel tun. Und wir tun allerdings auch sehr viel, was unsere Haut austrocknet. Wir trinken zu wenig, wir benutzen vielleicht zu viel Kosmetik, pflegen uns nicht richtig. Das sind alles Dinge. Also bewusst, wir pflegen uns, nee Quatsch, unbewusst vielleicht nicht richtig, ja. Da mache ich nochmal ein extra Video dazu, was man alles in der Hautpflege auch falsch machen kann. Also ich möchte euch jetzt mal diesen Blush vorstellen. Blush. Ich gehe jetzt ich habe hier allerdings auch einen Coverage Pinsel, der ist von Bobbi Brown. Das ist ein Synthetika-Pinsel, mit dem kann man sehr schön auch ein cremiges Rouge verteilen. Ich nehme jetzt allerdings mal die Finger. Ich brauche euch den gar nicht zu swatchen, weil das ist so... Das ist so zart und cremig, dass man das auf der Haut gar nicht sehen würde. Also man kann sich da sehr schön Akzente setzen. Ich habe das geht auch auf einem, das ist eine Puderfoundation, die von Bumrunners. Also man kann auch ein cremiges Produkt auf ein pudriges Make-up durchaus auftragen. Und das ist, ich finde, das sieht sofort, hat man diese Frische im Gesicht. Und das Geniale ist, man kann die Farbintensität, das ist das Geniale, sich aussuchen, entweder ein bisschen nur oder auch mehr. Ihr könnt das, wie gesagt, auch mit einem Pinsel verteilen, kann man machen, muss man nicht machen, ist eigentlich Quatsch. Aber mit sauberen Händen bitte ins Produkt gehen. Das ist ganz wichtig. So, wenn man will, kann man noch ein bisschen von dem Blush hier unten. Was auch sehr schön ist, wenn man unterhalb des braunen Bogens ein wenig noch aufträgt, aber nur ein Hauch, ganz, ganz wenig. So, jetzt habe ich hier zu viel dran. Jetzt ist das nee, ist nicht zu viel. So. Also ich dachte mir, ich stelle euch den mal vor, weil, also ich war so fasziniert von dieser Farbe. Das ist eine ganz tolle, das ist so ein, was ist, okay, es nennt sich Nude, aber eigentlich ist es so ein bisschen, es ist eine cremige Farbe, obwohl es ja auch ein cremiges Produkt ist. Das ist so goldig, so sonnig sieht das aus, ja. Und ihr seht, ich gehe jetzt da nochmal rein und tupfe mir so ein bisschen Frische ins Gesicht. Es ist ja nun nichts Neues, dass rosige Wangen immer diesen gewissen Glow auf unser Gesicht zaubern oder geben und man frischer aussieht. Wenn man frischer und gesünder aussieht, fühlt man sich besser, man hat so dieses bisschen Jugendlichkeit sich wieder so zurückgemogelt. Und ich würde jetzt dazu, zu diesem Make-up, das ich trage, das ist einfach so ein ganz einfaches, das ist so ein Nude-Ton und ich habe da so ein bisschen so ein Braun auf die Lider gegeben, würde ich jetzt, das ist kein neues Produkt, das ist ein... Der ist vom letzten Jahr. Das ist von Maybelline, dieser Gloss Shine in der Farbe Glorious Grapefruit. Und die sind wohl auch sehr hochwertig. Also sie kleben,
Sie schreiben zwar, sie kleben nicht, aber ich würde sagen, sie kleben. Und die sind versehen mit so einer Art Honig, so einem Honignektar. Riecht das nach Honig? Nee, irgendwie riecht es nicht nach Honig. Also wie geben wir jetzt einen Lipgloss auf? Am allerbesten ist es natürlich, wir benutzen vorher einen Lip Liner, farblich abgestimmt dazu. Der ist jetzt von Bobbi Brown. Man kann auch einen nudefarbenen Liner nehmen. Also ne, wenn das ein bisschen schwierig ist für euch, dass man die Lippenkontur so ein bisschen umrandet, weil die läuft ja gerne im Alter so ein bisschen aus. So, jetzt ist die Lippenkontur umrandet und nun beginnt ihr immer in der Mitte der Lippe. In der Mitte der Lippe geht ihr und geht zu den Mundwinkeln. Das Lippenherz schön ausmalen, aber nicht drüber malen. Also er klebt ein bisschen. Die schreiben, er klebt nicht. Ich habe extra nochmal nachgelesen. Er klebt. So, von der Mitte. In die Mundwinkel. Also ich finde, der hinterlässt eine schöne Lippenfarbe. Und ich habe jetzt nichts weiter drunter. Sehr intensiv und der hält auch eine Weile. Ich habe das, wie gesagt, schon getestet. Der hält eine Weile. Man hat natürlich klar den Abdruck auf der Kaffeetasse oder am Glas. Aber es gibt ja auch so Lipglosse, die verschwinden. Ich weiß nicht, wo die hin, die verschwinden auf einmal. Die sind gar nicht mehr da. Und nee, es geht wirklich. Es geht mit dem Kleben. Es gibt schlimmere. Schmecken sehr gut, was ich, wie gesagt, sehr wichtig finde, dass Lippenstifte gut schmecken. Zum Beispiel gibt es welche von Max Factor. Ich mag Max Factor wirklich gern, aber die Lipglosse, die schmecken irgendwie komisch. Oder ich hatte einen alten erwischt. Kann auch sein, dass der vielleicht schon abgelaufen war. Der war ein bisschen ranzig. Der hat echt nicht gut geschmeckt. Das war so ein Doppelter, so von zwei Seiten. Was ich zudem nochmal dazu sagen wollte. Der verschmilzt, sobald ihr den aufgetragen habt, augenblicklich auf der Haut und hinterlässt ein zartes, rosiges, eine zarte, rosige Wangenhaut. Da setzt sich nichts ab, da habt ihr keine Ränder. Es wird auch nicht fleckig über den Tag. Wie gesagt, über eine Foundation oder selbst wenn ihr ein butriges, also eine butrige Foundation aufgegeben habt, es hält erfahrungsgemäß, es hält wirklich fantastisch. Und der Preis, wie gesagt, 4,95 Euro ist der absolute Burner, wie man immer so schön sagt. Und ich glaube, das wird eins meiner Favoriten. Es ist ein sehr preiswertes Produkt. Aber ich bin ja auch am Testen an preiswerten Drogerieprodukten, weil es gibt da wirklich schöne Sachen. Man muss sich nur so ein bisschen durchtesten. Und was einem natürlich steht, das ist ja im Alter, ist das ja irgendwie ein bisschen begrenzt mit den Farben. Ne? Ich will nicht immer so das Alter betonen, aber es ist nun mal so, wenn man über 50 ist, dann muss man wahnsinnig aufpassen. Man wusste vielleicht, was einem früher so stand und was man so machen konnte. Und dann irgendwann fängt man an, unsicher zu werden. Dass man eben nicht albern aussieht. Aber trotzdem möchte man gepflegt und hübsch und attraktiv und frisch aussehen. Und da muss man eben so ein bisschen aufpassen, was passt zu mir, was passt zu meinen Augen, was passt zu meinem Typ. Aber ein Rouge, ich lege es euch immer ans Herz, Ladies, ein Rouge könnt ihr alle benutzen. Weil mit einem Rouge reißt ihr alles raus. Selbst wenn ihr euch gar nicht weiter schminkt, nur die Wimpern tuscht. Ja? Die Wimpern tuschen ist auch ganz wichtig, weil die das Auge einfach öffnet und man nicht so diesen müden Blick hat. Und einfach nur so ein bisschen Rouge aufgetragen und ein Gloss und ready to go. Also der Tag kann beginnen. Ja, ja, ihr Lieben, ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr ein schönes, langes Wochenende hattet. Das war ja Brückentag. Ihr schöne Sachen unternommen habt. Viele waren hier auch unterwegs, haben die Zeit mit der Familie genossen, mit Freunden genossen, das ist immer schön. Aber auch diejenigen, die alleine waren. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit und seid erholt und geht gestärkt in den nächsten Monat Mai. Und ich wünsche euch wie immer alles Liebe, alles Gute, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao!